Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, Soul Mission Podcast. Du siehst mich hier gerade im Bademantel. Ich gehe gleich in den Spa-Bereich von meinem Haus hier, wo ich wohne. Da kann ich verschiedene Bäder kann ich genießen und am Schluss ein Jacuzzi mit Blick auf den Creek. Da freue ich mich besonders drauf. Aber vorher wollte ich unbedingt noch was mit dir teilen, und zwar betreffend Affirmationen. Ich will hier einfach mal aufräumen, gerade hier in der ganzen Szene, wie diese Affirmationen hochgejubelt werden und wie die halt verbreitet werden, als ob sie die Number One-Lösung wären. Und ich muss dir ehrlich sagen, viele Jahre war ich so sehr dagegen, Affirmationen weiterzugeben, wegen dem, was wir heute besprechen. Inzwischen bin ich aber wieder Fan davon, wenn wir das berücksichtigen, was wir heute besprechen. Also stay tuned, unbedingt bis zum Schluss bleiben. Das Krasse bei den Affirmationen ist, dass wir sie oberflächlich aussprechen. Ich rede immer von bereinigten Affirmationen, die nötig sind, dass jeder für sich selber schaut, was er für einen Satz sagt und dass der wirklich für ihn passt. Und hier ist einfach die Gefahr, wenn wir Dinge nachplappern oder oberflächlich sagen im Sinne von der Kopf weiß, das funktioniert oder das macht Sinn oder die andere, die hat Erfolg damit, dann nehme ich das auch. Und wir nicht schauen, was wir darunter wirklich über diesen Satz denken, dann schwingen wir das aus, was wir darunter wirklich denken. Macht das vielleicht Sinn? Und in dem Sinne funktionieren Affirmationen brillant, wenn wir dafür sorgen, dass das, was wir darunter denken, kongruent ist und aligned ist damit, was wir als Affirmation aussprechen. Ich hoffe, das macht Sinn und macht jetzt nicht ein Durcheinander. Aber machen wir ein Beispiel, wenn ich sage, ich bin groß und stark und ich erfülle meine Soul Mission mit Freude und hoher Lebensqualität. Und währenddem ich das sage, denke ich, what the fuck, von wegen groß und stark und ich erfülle ja meine Mission gar nicht und bla 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 bla. Dann haben wir eine stärkere Schwingung in dem, was wir wirklich darüber denken. Ich glaube, das macht Sinn. Und da ist hier die innere Arbeit halt gefragt. Da braucht es den Einsatz und die Investition in dich, dass du dir Zeit nimmst und auch dir zeigen lässt. Das ist wichtig, das kann man nicht einfach so wissen. Das kriegen wir nicht in die Wiege gelehrt und gelegt. Und wir lernen es auch nicht in der Schule, herauszufinden, was wir in der Tiefe über die Dinge wirklich denken. Es gibt verschiedene Tools. Das eine ist natürlich und das einfachste, einfach beobachten, was wir denken, währenddem wir den Satz sagen, so wie wir es gerade beim Beispiel hatten. Und was ich sehr liebe, ist das Journaling, eine bestimmte Journaling-Methode. Ich habe auch eine Masterclass darüber gemacht, wie wir in die Tiefe herausfinden, was immer unter dem Satz, wieder für einen Satz, wieder für einen Glaubenssatz gespeichert ist. Das geht nämlich oft sehr, sehr tief, Layer für Layer. Und ganz, ganz unten haben wir dann oft einen Glaubenssatz, der komplett gar nichts damit zu tun hat, was wir eigentlich oberflächlich für einen Satz aussprechen wollten. Also Journaling kann ich sehr empfehlen. Und in dem Sinne funktioniert es dann eben halt sehr gut. Also wenn du dafür sorgst, dass der Affirmationssatz, den du benutzt, aligned ist und dem entspricht, was du wirklich denkst und fühlst, aber auch lebst, das ist eine Nummer eins Regel, dass du das auch lebst, dann funktionieren die Affirmationen für dich. Und das kann ich nur empfehlen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann besuche meinen Wahrnehmungspalast Tourmaline. Wir haben da für 33 Euro im Monat, das kannst du jederzeit kündigen, so viele tonnenweise Beiträge, gerade auch für Affirmationen, hat es sogar einen Minikurs, wie du deine eigenen Tagesaffirmationen erstellst, wie du sie bereinigst, aber auch einen Teil, wie du das deinen Kunden zeigst, kannst du unsere Vorlagen benutzen. Würde mich sehr freuen, den Link findest du unten in der Caption und kommentiere doch gerne, was deine Erfahrungen betreffend Affirmationen sind. Ich freue mich.